Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall! Die verlorene Expedition! Wir sind gerade hier immer noch im Herz des Dschungels beim Altar von... Dingsdabums, keine Ahnung mehr. Oh, zum großen Baum. Böse, böse Erinnerungen. Und wir folgen den Panzerspuren auf der Suche nach Überlebenden. Und der nächste Ort, an dem wir kommen, ist der große Baum, der mir als Kind immer wahnsinnig Angst gemacht hat. Was primär damit zusammenhängt, ihr werdet es gleich sehen. Es sieht eigentlich wahnsinnig schön aus. Nein, bitte, Schreiaffen, nein. Ich muss ganz kurz den Aufstieg finden. Ich finde gerade hier geht's hoch. Da fand ich gerade den Weg nach oben nicht. Hüpf. Ciao. Jetzt seht ihr's. Ich dachte immer als Kind, das geht auf Zeit. Nein, bitte, bitte. Ich dachte als Kind immer, dass ich hier extrem unter Zeitdruck stehe, weil das Wasser eben immer höher steigt. Es ist logischerweise, was man später dann rausfindet, natürlich alles geskriptet. Das heißt, dass nur an bestimmten Stellen, an denen wir sind, das Wasser aufsteigt. Wir haben hier jetzt zum Rumklettern alle Zeit der Welt. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfall. Das ist immer eine sehr knifflige Stelle. Oh, aber es hat funktioniert. Müssen wir tatsächlich da hoch als nächstes? Ach, konnten wir? Moment. Ich glaube, ich meine, ich denke, wir konnten hier einfach hochklettern. Nein. Konnten wir nicht. Okay, gut, dann müssen wir uns doch da hochschwingen. Es sieht tatsächlich richtig aus. Wie auch immer ein Mensch so springen kann. Nein, bitte, danke. Ciao. Jetzt muss ich da oben an die Liane, glaube ich, ran, die direkt über uns hängt, oder nicht? Ah, nee, wir müssen darüber. Nein! Halt, halt dein... Ach nein. Klappe. Klappe. Lasst mich in Ruhe. Waren da gerade eben... Na, ich dachte gerade, da waren auch diese Schlaf-Z-Zeichen bei dem Wasserspeier. Das wäre lustig gewesen. Und es läuft immer voller, bis es irgendwann ganz oben steht. Der arme Baum. Und das ist auch ausgerechnet dann passiert, wenn wir gerade versuchen, den Baum hier hochzuklettern. Das kann doch kein Zufall sein. So, da geht's raus. Wir können allerdings, wenn ich mich richtig entsinne, noch ein Stückchen nach oben. Wo ging es hier denn? Da drüben ging es lang. Hier nach oben. Können wir da hoch? Ja. Die Frage ist, bringt uns das was? Nee, wir müssen... Nein, nein, Harry, Harry, oh, Herzinfarkt. Moment. Wo müssen wir denn lang? Müssen wir doch da hoch? Nein, jetzt sind wir runtergefallen. Och nö. Wir können hier über die Pilze wieder hoch. Das ist angenehm. Ich hätte nur echt gern das Idol. So, kann ich von hier vielleicht direkt darüber schwingen? Nächste Frage.
Ja, kann ich. Sehr schön. Gut, damit hat sich das Problem gelöst. Oh Gott. Oh Gott. Das war knapper, als es hätte sein sollen. Zur Statue... Nein, zu den Statuen von Ayan. Oh Gott, das war gerade echt wesentlich knapper, als es hätte sein sollen. Und die Musik ist so toll. Oh, jetzt, wo ich es anspreche, hört die Musik natürlich auf. Auch hier führen die Panzerspuren weiter. Cutscene! Thanks. Oh, part of the job. You can talk. Some jags have what it takes. Others don't. You mean vocal cords? Not vocal cords. Magic. Well, isn't it apparent that I'm one of those super courageous jaguars who defend the weak, who protect the innocent, and who a very powerful, wise sorcerer would therefore bless with the power of speech? That snake? It was dead. Huh? And you knew it. Oh, no. Dead snakes are the most dangerous kind. You're walking down a path. You find a dead snake. You pick it up to study it. You slip on a rotting mango. You fly onto your back as the snake goes airborne. And there you are, helpless on the ground, when coming down through the air towards you is the dead snake. Its beady dead eyes fixed on you, its dead mouth wide open, and its dead fangs about to plunge right into your neck. Luckily for you, the bravest cat in the jungle just saved your life. Run! Ja, den Kollegen werden wir auch noch ein paar Mal sehen. Die mutigste Katze des Urwaldes. Wie gesagt, der Humor des Spiels wird auch nicht mehr besser. Ah, richtig, hier sind wir jetzt. Ich erinnere mich, hier gab es auch irgendwo das ein oder andere Secret. Diese riesigen Statuen sind schon sehr... Ach, da wird man richtig ehrfürchtig. Wer die wohl gebaut hat. So, die Platte hier bewegt sich, wenn wir unser Gewicht darauf verlagern. Das müssen wir so machen, dass wir hier drüben rankommen. Von der Liane aus können wir da hoch. Ich muss, glaube ich, ein bisschen lauter reden, weil der Wasserfall sehr... Nein, da kommen wir nicht hoch. Uah! Weil der Wasserfall recht laut ist. So, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Nein, das klappt noch. Wo mussten wir dann von hier aus hin? Doch eigentlich? Stimmte das schon? Ich bin, glaube ich, nur nicht gut genug gesprungen. Oder hatte nicht genug Schwung oder so. Nein. Nein, ich muss mich nochmal umschauen. Vielleicht... gibt's doch einen anderen Weg. Eigentlich nicht. Da oben ist noch eine Liane, an die kommen wir aber ganz sicher nicht ran. Und an den Kollegen da drüben kommen wir auch nicht ran. Muss ich vielleicht ein bisschen höher an die Liane? Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Komm, schwing Harry. Harald. Der Fallgruben-Harald. Zeig uns, was du kannst, Fallgruben-Harald. Jetzt funktioniert das. Ich muss irgendwie
aufpassen, ich schwing immer mit, wenn ich in der Liane bin. Gehe ich mit meinem Körper auch vor und zurück. So, hier, auf den Kopf können wir drauf. Da können wir theoretisch durch. Das bringt uns aber noch nichts. Da brauchen wir genau die Stampfattacke. Nein! Nein! Ah! Aber wir spawnen hier wieder. Das ist gut. Danke, Spiel. So, von hier aus müssen wir auf die Hand. Nein, das war falsch. Oder? Ja, das war, nein, wir spawnen wieder hier auf der Hand. Das ist gar nicht gut. Komme ich von hier aus wieder darüber? Ja, das tue ich. Sehr gut. Upsa. Harald! Halt dich fest. Ich warn dir. So, hier müssen wir nämlich drauf. Von hier aus können wir wieder... Nein! Och, nö! Oh, ich sollte vielleicht... etwas trinken. Ich stelle mich gerade nicht so intelligent an. Jetzt ist die Frage, da lang? Nee, da können wir noch nicht lang. Wir müssen darüber. Zu Bittenbein das Camp. Na, das klingt doch schon mal gut. Das klingt doch schon mal, als ob es hier weitergeht. So, ich muss den Teil hier leider nochmal ganz kurz neu spielen, weil ich gerade einen sehr nervigen Audio-Bug hatte. Ich weiß nicht, ob der jetzt wieder auftritt, allerdings habe ich jetzt mal die Musik ein bisschen leiser gestellt. Deswegen hoffe ich, dass er dann in den Dialogen nicht stört, weil die Dialoge, die hier kommen, sind wirklich großartig. Und... die, würde ich ungern in so schlechter Qualität, wie ich sie gerade eben hatte, auf meinem Kanal haben. Things aren't going very well, I'm afraid. After we found this abandoned structure, Leech took off in his gyrocopter and got himself stuck in a tree. I've broken my arm. The gizmo tank's stuck. Here, take this. The heroic handbook? A book of knowledge that no adventurer should be without. I'm afraid some of the pages were scattered in the jungle during the crash, but at least the rising strike maneuver is still in there. It'll help you free the gizmo tank. So, wir haben den Rising Strike bekommen, dieser wunderschöne Aufwärtshieb. Allerdings würde ich halt trotzdem ganz gern zuerst meine Flasche auffüllen. Pitfall Harald, kannst du bitte... Danke. Zack, denn die werden wir definitiv brauchen. Noch des Öfteren. Nee, komisch, jetzt ist das... Upsa, da... Oben das Brett müssen wir erwischen. Sehr schön, so. Jetzt ist der Audio-Glitch aber nicht mehr da. Also, es ist sehr gut, aber komisch. Aber sehr gut. Aber komisch. Good job, Harry. So, why are you guys here? Leech. You're here for Leech? Free Leech and the gyrocopter. My guess is that if you hit the bullseye on the wing, that should do it. Mm-hmm. All right. I used to help my friend, Kevin McAllister. The archaeologist from Yale? By acting as his guide. When he came here a few months ago, I was too busy to join him. Well, at least that's what I tell myself now. He hasn't been heard from since. And his daughter Nicole asked me to help her find him. I see. You're here because of... Nicole. Because of guilt. Which is not such a bad thing. For instance, you should feel guilty that you haven't tried to free Leech from that tree. Ja, das sollten wir wirklich tun. Und dafür, dass das funktioniert,
haben wir die Schlinge bekommen, die uns nicht nur hier weiterhilft. Allerdings möchte ich ganz kurz zuerst zack, 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 ganz schnell hier rüber, da hoch. Und dann schnappen wir uns hier die Statue. Wunderbar. Komme ich darüber? Ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher. Wir machen hier ja schließlich keinen Speedrun. So, da oben hängt der gute Leech in seinem Gyrokopter. Bisschen fest. Wollen wir ihn runterholen? Ja, komm. Helfen wir ihm ein bisschen. Hello there. You must be Harry. Hubert. Hubert Leech. Oh, thanks for getting me down from there. I just wanted to see if that thing works and if you could really fly it. Oh, it does. And I can. And it can. And I will. You can? Or you will? Or it will? It can if I can. And it's my will that it will. So it can. Hey! Time is ticking! But he can't. Or won't. Here. You think you'll be able to find the other members of my party? Help them out if they're in trouble? Would you do that? I can, and I will. Would you stop talking like that? I could, but I won't. Es ist super. Im Deutschen sagt Leech übrigens über die Frage, ob... I certainly wasn't one to turn down Bittenbinder's request for help, and Nicole probably was the only girl within 100 miles. Luckily, Leech had chopped down that tree, so I decided to climb it and head back the way I came. Soon enough, I'd find a whole lot more than I'd bargained for. Danke fürs Unterbrechen, Harald. Im Deutschen sagt übrigens Leech auf die Frage, ob sein Gyrokopter fliegt, er kann, wenn ich will. Und ich will, dass er kann, also kann er. Und Harry antwortet am Schluss auf Bittenbein, dass, kannst du bitte aufhören, so zu reden? Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich werde nicht. Das, jetzt, wo ich das sehe, eine sehr gute Übersetzung tatsächlich. Dann würde ich hier an der Stelle trotzdem die Folge beenden. Dann kann ich ja zur nächsten Folge den Ton wieder normal Lautstärke machen, also die Musik. Denn der Soundbug scheint weg zu sein. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.